Emotionaler Auftritt von Brasiliens neuem Präsidenten. Bei der offiziellen Bestätigung seines Wahlsiegs bricht Luiz Inácio Lula da Silva in Tränen aus. Die Demokratie sei vom brasilianischen Volk zurückerobert worden, so der 77-Jährige, der sich Ende Oktober in einer Stichwahl gegen den bisherigen Amtsinhaber, den rechtsgerichteten Bolsonaro, durchsetzen konnte. Die Demokratie in Brasilien sei selten so bedroht gewesen wie jetzt. Es ist bereits Lulas zweite Amtszeit als brasilianischer Präsident. Er war schon von 2003 bis 2010 Staatsoberhaupt. Lula soll am 1. Januar offiziell vereidigt werden. Währenddessen ist es in der brasilianischen Hauptstadt Brasília zu Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern von Bolsonaro und der Polizei gekommen. Mehrere Fahrzeuge wurden angezündet. Außerdem sollen mehrere Demonstranten versucht haben, in das Hauptquartier der Bundespolizei einzudringen. Nach der Wahl im Oktober hatte Bolsonaro Klage beim obersten Gerichtshof eingereicht. Seine Forderung, das Wahlergebnis für ungültig erklären zu lassen, wurde aber abgelehnt. Bis heute hat der Politiker seine Niederlage noch nicht offiziell eingestanden.